Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Noch einer hier? Ja, ne? Was? Vielleicht Deutsch. Gibt's gleich einen Nackenschlag. So, ich weiß nicht, was das Ausrufezeichen nach hinten ist. Ich muss mir unbedingt mal ein neues Reittier besorgen. Kamel sieht so unterirdisch aus. Und da raus. Oh. So. Gehen wir gleich mit. Ist das hier oben oder was? Ja, gehst du höher oder? Hast du keinen Bock, Magi? Komm, so. Schauen wir uns hier mal um. Schöner Ausguck. So, haben wir uns nochmal eben 200 Punkte eingesteckt. So, haben wir hier... Ja, ist alles... Fragezeichen sind alle nicht ganz so weit weg. Man kann ein bisschen wild jagen. Das ist für mich auch immer so ein kleiner wichtiger Faktor, dass wir unsere Ausrüstung eigentlich dementsprechend auch schnell hochgepusht haben. Aber da brauchen wir noch ein bisschen was für Ausrüstung. Am meisten Holz. Ich glaube, so Leder und so haben wir eigentlich ganz gut. Okay, doch nicht. Leder können wir auch noch gebrauchen und halt Holz, ne? Das fehlt halt viel. Das können wir, glaube ich, nur von einem Boten klauen oder so, ne? Oder? Mal gucken, vielleicht können wir es auch irgendwo gegen Gold kaufen und machen wir das Ganze ein bisschen zuckiger, wenn es geht. Aber dementsprechend müssen wir auch erstmal Gold holen. Hier ist ein Krokodil, das da, oder was? Die sind alle tot. Boah! Der hat hier richtige Leichenspur hinterlassen, ne? Das schöne Krokodil. Da sind auch noch Sachen. Bisschen Gold. Zack, kommen wir hier auch wieder hoch. Hier sind einige Fragezeichen, ne? Finde ich auch nicht so ganz so schlecht, diese Mission. Hier mal so eine... Jetzt müssen wir ja ganz aufpassen, so ein Riesenkrokodil dann vor die Flinte zu bekommen als... Yoda! Halt! Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Okay. Da war noch was. So ein Schatz. Da auch.
Ist auch noch irgendwo was, ne? Okay, da ist ein Eingang rein. Da ist auch noch ein Schatz. Was? Ja, komm ruhig her. Was? So. Ist ja schon mal weg. Ist hier oben einer? Hier ist keiner, ne? Ja, das ist nicht böse. Da hinten, ne? Oder sehe ich das falsch? Dich schlitze ich auf! Ja! Wie viel Damage die machen, das kann doch nicht sein. Ich sammle die Truppen! Wer schießt hier? Dann erledige mich mal. Wir müssen aufholen. Wer bist du ja? Wow, 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 wow. Das Leben verlieren hier, es geht recht schnell, also. Ich unterschätze die manchmal ein bisschen. Heilige Geschöpfe. Was? Was? Der hat sich Peng gelegt. Warte. Hey. Begrüßungsgeschenk für dich. So. Wow, hier unten ist der Schatz dann raus. Können wir den nämlich schon mal mitnehmen. Und uns dann um die anderen Sachen kümmern. Was ist das hier für eine... für ein Gang, ey. Hätte er mal schöner machen können. Schön mit Parkett und so auslegen können. So, ist nur ein scheiß Schild, aber bringt vielleicht gutes Gold. So. Wollen wir noch zwei Schätze? Und den Kommandanten. Ist dieser Bereich hier auch wieder sicher. Cool wäre dann, wenn, wenn das dann hier von normalen Bürgern bewohnt wäre und nicht die Johnnies hier weiterbleiben. Nur nochmal 100 zusätzliche P, der eine pennt auch, ist schon so spät wieder. Er denn? Ja, weil er hier so rumschreit. Wie so ein Volldepp, Alter, damit der Penner hier aufsteht. Wow.
der schon mal platt. Hey, da bist du ja! Ich hab mich jetzt auch gerade großartig gar nicht versteckt. Und er fragt einfach mal oder sagt einfach mal, hey, da bist du ja. Raubtierbogen! Hey. So. Holen wir uns den anderen Schatz noch. Hallo. Haben wir das auch? Alles fertig. In der Kurzzeit, Alter. Episch, oder? So, da haben wir dann unser Ausrufezeichen und da hätten wir auch noch ein Fragezeichen. Ich würde sagen, wir gehen eben zum Fragezeichen, dann zum Ausrufezeichen. Das Fragezeichen ist nämlich... Was? Schatz plündern. Wo soll er denn sein? Wo soll der Schatz denn sein? Zeigt er mir gar nicht an, das ist schon alles abgeschlossen. Aha. Verzeih, Neb. Ich kann heute keine Streitwagen verkaufen. Bei Serapis. Ich traue meinen Augen kaum. Da ist irgendwas, aber das wird jetzt nicht der Schatz sein, oder? Das wird jetzt nicht der Schatz sein, sage ich doch. So, was haben wir denn da? An wem auch immer, es gab einen tragischen Unfall am Holzlager direkt an der Küste. Nefmat und seine Arbeiter wurden von einer Gruppe ansässiger Nilpferde abgeschlachtet. Wer auch immer uns diese aufgeblasenen Wasserschweine vom Leibe schafft, darf sich an allen zurückgelassenen Wertsachen bedienen. Seid gewarnt, es ist nichts für schwache Mägen. Können wir nachher mal gucken. Aber wie viel Gold haben wir denn? Das muss doch auch irgendwo stehen, oder? Bin ich bescheuert. Schadenverschuldung. Ah, guck mal, wir haben ja noch 4 Punkte. Was haben wir denn da? Das ist dann 2 Nahkampfwaffen. Entführen. Das sind so Brandbombe. Das wäre jetzt auch mal nichts Schlechtes, ne? So eine schöne Brandbombe nehmen wir schon mal mit. Was haben wir denn hier? Materialkäufer. Du kannst Herstellungsmaterialien in Geschäften kaufen. Das finde ich auch ganz gut. Was ist das denn? Doppelte Lunge. Du kannst länger unter Wasser bleiben. Okay. Das finde ich jetzt noch nicht ganz so wichtig. Adlerangriff. Auch noch nicht ganz so wichtig. Verbesserter Raubtierbogen. Halte gedrückt, um dein Raubtierpfeil im Flug zu steuern. Das ist schon mal, das finde ich richtig cool. Verbesserter Jagdbogen. Halte R2 gedrückt, um deinen Schuss aufzuladen und die gegnerischen Schilde abwehrt zu durchbrechen. Das ist... Ah, wir haben nur noch einen Fähigkeitspunkt, deswegen können wir das nicht machen. Und wir brauchen dafür 2. Dafür sogar schon 3. Sparen wir uns den Rest mal. So, was hast du denn für eine Aufgabe für uns, junge Dame? Bitte verzeih mir. Für einen Moment dachte ich, du trägst das Zeichen der Magi, der alten Beschützer. Das tue ich. Und bin ich. Was quält dich, Nibet? Mein Herz ist gebrochen. Mein bester Freund und Ehemann Eriks wurde ermordet. Was ist passiert? Er war bekannt für seine Arbeit. Ein Soldat kam und befahl ihm, Kriegsstreitwagen für den Pharao zu bauen, und er nahm den Auftrag gerne an. Aber als der Soldat zurückkam, wollte er ihm nur die Hälfte des vereinbarten Preises zahlen. Eriks weigerte sich, da streckte der Soldat ihn nieder und nahm den Wagen. Wenn du wirklich ein Magi bist, verhilfst du mir zu meinem Recht? Finde den Soldaten und zerstöre den Streitwagen, damit er nicht das Andenken an meinen Mann beschmutzt. Protest. Das kann ich für dich tun. So.
Hier müssen wir doch irgendwo. Wo ist denn dieser Kackschatz? Da. Oh, das ist der Streitwagen, oder? Das ist bestimmt der Streitwagen. Wieso hat der Hauptmann den Wagner getötet? Seine Arbeit war meisterhaft. War in dem dreisten Bauern nicht nach. Und jetzt? Nein, ich sag ja nur. Meinst du, seine Witwe führt das Geschäft weiter? Ja. Wow. Wie soll ich den denn zerstören? Kaputt, oder? Es ist getan. Ein Opfer zu Ehren des Wagners, der ermordet wurde. Sprech mit Europa. Alles klar. Dem, dem, dem. Und das Ding ist schon wieder komplett besetzt anscheinend. Was? Du hättest nicht herkommen sollen! Was hätte ich nicht? Hast du mich gesucht, oder? So, haben wir das auch schon mal geklärt. Hey, was? Stirb, du Sau! Ich sammle die Truppen! Ich sammle die Truppen. Ihr sammelt sie doch gerade. Ich schlepp die doch hier durch die Gegend, wie es ausschaut. So, gehen wir hin zu Europa. Abend. Wenn hier ist auch ein Schmied. Vielleicht können wir auch gleich mal eben gucken, ob wir unsere Waffe ein bisschen wieder verbessern können. Bisschen mehr Damage wäre ganz cool. Ehrenvoller Major, was hast du zu berichten? Ich habe den Wagen zerstört, den Eryx gebaut hat und der von dem Hauptmann aus Antilla gestohlen wurde. Die Ehre deines Mannes wurde bewahrt. Tschüss. Ach, der Schmied ist doch schon direkt da. Oh, das sieht so aus, als wäre das Kilometer noch entfernt. Ah, hallo mein Freund. Wie kann ich helfen? Alter, das kostet 3000. Okay, wir haben 3,5. Das ist ja auch schon mal nicht ganz so schlecht. So, das können wir eben verkaufen. Weg damit. Kriegen wir nämlich auch noch ein bisschen Moneten zusammen. Diese Kohle benutze ich gar nicht. Alles weg. Verkauft. Verkauft. Ist gut. Oh, kriegen wir aber echt. Verkauft. Echt richtig Gold zusammen, wa? Ist gut. So. Verkauft. Und wir hatten vorher 3,5. Ist gut. Da haben wir schon 7000 rausgemacht. So. Verkauft. Ah, Pelz auf jeden Fall nicht. Plunder. Das brauchen wir alles nicht. Ist gut. Holen wir uns dafür auch nochmal so ein bisschen Gold rein. Verkauft. 8000. Ja, dann kriegen wir doch bestimmt. Ist gut. Zwei Sachen ganz verkauft. Gut gepusht. Das Schwert und ist gut. Das Schild. Ich hoffe, wir kaufen. Okay, Streitaxt. Was anderes Gutes hat er nämlich auch nicht. Das haben wir noch, das Schwert. Okay.
So, das ist dann jetzt auf Level 18 gestuft. Sehr nice. So, und das Schild haben wir auch schon mal mit. Mich habe ich da noch ein Schild. Aber verkaufen kann ich nichts. So, egal. Auffüllen brauchen wir auch nichts, oder? Hilfsmittel. Alles gut. Dankeschön. Auf bald. Auf bald. So. Hafen von Maria, Schatz plündern. Irgendjemand ein Bild da gemacht. Oh, nö, 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 nö. Hier war auch noch ein paar Missionen. Was ist denn da unten? Okay. Brauche ich noch gar nicht hin. Das ist ein Gebiet, das haben wir noch gar nicht entdeckt. Was ist da? Zeigt er mir gar nicht an, ne? Quest 17. Also Level 17, 13 und 13. Perfekt. Machen wir uns direkt erstmal dahin. Erstmal eine Markierung. Und dann. Da sind wir, wenn wir die dann auch fertig haben, dann. Oh, haben wir bestimmt schon Level. Bestimmt Level 19. Wir haben ein bisschen Geld. Gold. Sachen um 4 Level erhöht. Das ist. Sehr nice. Wird jetzt wieder richtig gut Damage machen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns nachher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis dann. Euer Games4U.